Es ist das Zusammenfinden von uns beiden Musikerinnen und Individuen, die sie klingt, also farbig, kontrastreich und breit macht. Und obwohl wir beide aus so verschiedenen musikalischen Hintergründen kommen und auch ganz unterschiedliche Solo-Projekte haben, schaffen wir es einmal, dass die Zuschauer nicht einmal mehr merken, welche Stimme zu wem gehört. Unser Debütalbum «Asymmetry» soll genau diese Dualität, diese Symmetrie respektive Asymmetrie wieder spiegeln. Einerseits die von unseren Persönlichkeiten und andererseits die von unseren Songs, die mal melancholisch und ruhig und auch mal freaky und laut sein können. Shiny flickering and rapture, she's captured and trying to fly through. She'll follow her fortune. Illusions can be so promising, or she might be lighting her cold heart with blazing fire. Oh, 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 oh. Begrüßen das Risiko und folgen unserer Philosophie, dass es nicht immer alles perfekt muss sein. Es ist uns wichtig, dass wir uns selber bleiben können und vor allem, dass es Spass macht. Dazu gehört auch der performative Aspekt. Und da kennen wir nämlich keine Grenzen. Es kann auch mal klüpfen und tätschen. Und genau aus dieser Energie und Spontanität entsteht dann das grösste Fest auf der Bühne. Wir beide sind fasziniert von kleinem Krimschkramsch, aus dem sich irgendwie ein Klang erzeugen lässt. Es kommt öfter vor, dass wir einfach mal etwas in die Hand nehmen und schauen, was wir damit machen können und wie sich unsere Performance einbauen lässt. Unsere Musik hat einen sehr intuitiven und experimentierfreudigen Approach und ist teilweise auch sehr roh und handgemacht. So haben schon kaputte Glockenspiele und defekte Klavier, Ballon oder gestanzte Papierchen für die Musikdose auf unserem Album Platz gefunden. In your flame burning bright in the tiger's eye. Oh, and drowning light in the jungle sky. Eclecta. Asymmetry. In our torture, we